Am späten Freitagabend befuhr ein 36-jähriger Mann mit seinem Audi die Feudenheimer Straße in Richtung Feudenheim. In der Auffahrt auf die B38A verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte von der Fahrbahn. Hierbei überschlug sich der Audi und kam erst mehrere Meter später in der Böschung zum Stehen. Der Fahrer wurde hierbei nur leicht verletzt. Im Rettungswagen randalierte der Autofahrer plötzlich und musste von mehreren Polizeibeamten festgehalten werden. Unter Begleitung der Polizei wurde der Mann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Audi wurde total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Führerschein des Fahrers wurde einbehalten. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.